Immerhin hat er nicht getanzt. Das wäre strange. So. Das hier ist immer noch Instanz. Flatterviecher. Ja, aber neutrale Flatterviecher, die müssen wir nicht angreifen. Also wir müssen einfach nur den Weg hier entlang und dann sind wir bei der Schmiede. Ist immer noch Instanz, wie man hier oben sieht. Das heißt, hier kann kein anderer rein, okay, außer wir. Also die Instanzen sind hier wirklich sehr groß geraten. Ja. Zum Teil, ja, ja, es gibt noch viel, 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 viel größere. Später. Oh. Und um die zu sehen, müsst ihr schön dranbleiben. Na, war das nicht geile Werbung gerade? Das war super Werbung und total unauffällig. Ich meine, mal ja, ja, das ist so unauffällig. Unterbewusste Beeinflussung und so. Okay, schade. Ich dachte, ich kriege hier vielleicht einen neuen Codex-Eintrag für den, wenn ich den kill. Das ist bei manchen Viechern so. Um Dinge, mehr über Dinge zu erfahren, mach sie kaputt. Bei genau. Bei einheimischen Tieren ist es so. Die meisten Codex-Einträge über Tiere bekommt man nur, indem man zumindest eins von der Art tötet. Die Galaxie von Star Wars ist unfassbar grausam. Ja. Ja. Kann man so sehen. So. Das sieht doch nach dem richtigen Weg aus. Und hier treffen wir wahrscheinlich auch gleich Nalen Raloch. Aber vorher... Die Schmiede. So. Die Schmiede. Sehr schön. So, und jetzt erschaffen wir unser Lichtschwert. Haltet ihr mir den Rücken frei? Ich sollte anfangen. Ich hoffe, dieses Heft reicht aus. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn der sich mal umschaut, ob Gegner in der Nähe sind, oder? Ja. Das wird viel Konzentration erfordern. Wenn ihr vielleicht auf mich aufpassen würdet... So, erhaltene Objekte, Lichtschwert, Entschlossenheitsmodifikation. So, neuer Codex-Eintrag, Jedi-Waffen. So, und Nalen Raloch wartet natürlich jetzt auf uns. Und Tutorials. Und Tutorials, die, wie gesagt, ihr euch dann einfach angucken könnt, indem ihr das Video pausiert. So. Also, die Cutscene war jetzt mal unfassbar cool. Das war cool gemacht, ja. Jetzt bauen wir hier natürlich mal die Modifikation gleich rein. Das kann man jederzeit machen. Was ich nie ganz verstanden habe, es gibt in diesem Spiel auch sogenannte Modifikationsstationen, wo man dann hingehen kann und ja alles schön ja modifizieren kann. Aber es ist Quatsch, weil man kann es auch einfach im Inventar machen. Ich habe das nie so richtig verstanden, aber... Wird vielleicht irgendwie durch so ein Patch mal nachgeliefert, dass man es jederzeit machen kann. Wahrscheinlich. Die Modifikationsstation nicht rausgenommen. Genau, es gibt auch viel zu wenige Modifikationsstationen. Aber jetzt stellen wir uns erstmal Nalen Raloch. Wie passend, dass ihr es seid. Bewaffnet mit dem letzten Lichtschwert, das diese Schmiede jemals machen wird. Seht ihn euch an. Wieder ein Jedi, der nickt und predigt und nichts tut, während die Fleischräuber unsere Heimat zerstören. Ich kenne Rajivaris Geheimnisse. Die Schrecken, die Jedi jagen, die dieser Jedi jagt. Und nur ich kann uns, unsere Familien und unsere Zukunft beschützen.
Das ist kein bisschen größenwahnsinnig. Nein, überhaupt nicht. Ja, dem geht's bestimmt total gut. Das ist, der denkt nur an andere und der lebt nur, um Leuten zu helfen. Ja. Ich möchte euch helfen. Lasst eure Freunde sprechen. Ihr würdet alle in die Dunkelheit führen. Möchten wir ihm helfen? Ja, ich würde nicht ihm helfen, sondern den Leuten dahinter. Das stimmt. Ja gut, dann. Narlin, eure Macht zerstört euch. Aber es ist noch nicht zu spät, um euch zu retten. Narlin, er war gut zu uns. Ihr sagt immer, dass die Jedi unsere Feinde sind, aber er ist es nicht. Ich habe das für euch alle getan. Wenn ihr die Gefahr nicht erkennen könnt, dann werde ich sie euch selbst zeigen. Hört auf, euch selbst zu belügen. Gebt auf, bitte. So sei es. Na, der Kerl. Ich glaube, wir sollten ihm mal seinen eigenen Größenwahn vor Augen führen, oder? Ja. Hört auf eure Leute. Sie wollen das nicht. Wohl eher nicht. Es wird einen Sinn ergeben, wenn ihr tot seid. Ja, das... Das kann man nicht bestreiten. Bringen wir es hinter uns. Na dann. Auf geht's. Den betäuben wir gleich mal. Aber seine Freunde helfen ihm nicht. Nein. Interessant. Das sollten sie auch. Sie haben ja erkannt, was für ein Narr er ist. Und der hat so überhaupt gar keine Chance gegen uns. Das ist unglaublich. Na, wobei er kann andere Leute im Kreis drehen. Wow. Das ja. War's. Ich hatte vergessen, wie mein eigenes Blut riecht. Ich gebe auf. Ihr habt Narlin Raloch geschlagen? Bitte, ihr wollt ihn doch nicht töten. Der Hohe Rat der Jedi wird entscheiden. Ich werde ihn gefangen nehmen. Er muss sterben. Da wir hier natürlich mal wieder ein paar helle Seitepunkte bekommen, werden wir ihn natürlich nicht töten, sondern natürlich gefangen nehmen. Ganz oben gibt es auch helle Seitepunkte? Nein. Okay. Dann nehmen wir ihn gefangen. Ja. Ich werde ihn nicht töten. Er kann in den Jedi-Tempel gehen, bis über sein Schicksal entschieden wurde. Und doch werden wir ihn verlieren. Das Dorf braucht Narlins Hilfe. Wie sollen wir es ohne ihn schaffen? Ihr könnt mich um Hilfe bitten. Macht überreden. Habt Hoffnung. Findet eure eigene Stärke. Ich will jetzt wirklich nichts sagen, aber Macht überreden, habt Hoffnung, ist doch ziemlich, quasi so nach dem Motto, euch geht's scheiße, aber ich manipuliere deine Gedanken, damit es dir wieder gut geht. Schon irgendwie, ist ein bisschen gemein. Bieten wir Hilfe an. Genau. Wenn ihr mich braucht, werde ich tun, was ich kann. Danke. Wir werden daran denken. Wir können Narlin zum Tempel tragen, Jedi. Er gehört immer noch zu uns. Meine Ausbildung ist noch nicht vorbei. Was meint ihr? Jeder macht Fehler. Ich möchte jetzt echt mal wissen, was der meint. Ich fürchte, ich habe kein Wort verstanden. Ich bin was? Nein, da müsst ihr falsch liegen. Ich bin aber kein Trandoshaner. Das wäre aber auch niemandem aufgefallen. Ja, was ist denn der Herold der Zählerin? Herold der Zählerin? Was ist das? Das ehrt mich, Quaisen. In Ordnung. Danke. Mir gefällt, wie das klingt. Das ehrt mich. Das andere wäre ein bisschen zu arrogant. Natürlich. Wenn ihr wirklich glaubt, dass ich dieser Herold bin, werde ich mein Bestes tun, diesem Namen gerecht zu werden. So, sehr schön. Melde dich beim Rat der Jedi. So, dann gucken wir doch gleich mal auf die Map, wo wir denn jetzt hin müssen. Zum Jedi-Tempel natürlich. Aber
Wir haben hier noch etwas zum Abgeben. Was ist denn das? Ah. Und sogar noch was zu erledigen. Wir müssen noch die Trainingsdroiden umklatschen und diese Held 2. Ja, dann bräuchten wir aber noch jemand anderen. Und jetzt jemanden zu finden, vor allem, weil wir der Einzige im Moment auf Typhon sind. Also, in folgenden 6 Folgen Let's Play werden wir jetzt auf Leute warten. Ja, genau. Und einfach mal ein bisschen reden. Und da sagt mal noch jemand, wir würden das Let's Play nicht in die Länge ziehen. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen. Ja, zum Pfad. Genau. Und dann geben wir mal die Quest ab und dann reisen wir gerade mit dem Taxi zum Tempel, klatschen den Droiden um, schließen die Quest dann auch ab und gehen dann zum Rat. Sehr schön. Und dann können wir hoffentlich endlich Typhon hinter uns lassen. So. Was wird jetzt eigentlich mit dem Wissen von Rajivari? Tja, darüber wird wohl der Jedi gerade entscheiden müssen. Na gut, dann geben wir jetzt die Quest ab. Jupp. Die Matriarchinnen und Patriarchen der Horans haben ein charakteristisches Heulen, wenn sie sich paaren und wenn sie sterben. Ich habe das Echo in den Ruinen gehört. Ich sehe jetzt schon weniger von den Biestern durch das Gebiet streifen. Ich danke euch. Ich habe auch viele Eier gefunden. Dieses Gebiet ist wichtig für uns. Ich habe das nicht für euch getan. Oh Gott. Ja, wir haben sehr, sehr viele Eier gefunden. Erzähl dir von deinen Eiern. FSK ab 18. Okay. na dann. Sofort melden. Ich habe auch viele Eier gefunden. Sie hatten überall Nester. Betonung auf hatten. Wegen solcher Anwärter wie euch bin ich stolz, der Republik dienen zu dürfen. Gehabt euch wohl. So, sehr schön. Erhaltene Belohnung.